So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 21 mit FC Sunderland. Ja, wir liegen vor dem ersten Ligaspiel, haben einige Transfers ja getätigt. Pressekonferenz nehmen wir mal mit. Okay, welcome. Keiner darf sich Fehler erlauben. Würde ich einfach mal so. Das weiß ich noch nicht so genau. Er wird auf jeden Fall zeitnah seine ersten Spielminuten bekommen. Und dann gehen wir direkt rein und das wird auch direkt simuliert in der Schnellsimulation und hoffen auf einen Sieg. Knapp, aber hat funktioniert. 1-0. Ja, dann steigen wir mal hier gleich weiter ein. Wir haben Koulibaly verkauft. Geht ins nächste Spiel gegen Spielt. Aber nach Onien austauschen, denn der ist leider verletzt. Machen. Seine Sch kann rechts wie links. Das werden wir erstmal so testen. Simulation. Sehr schön, 2-1. Wieder ein Sieg. Damit bin ich erstmal zufrieden. Für das Pokalspiel habe drei Änderungen. Links, linke Flanke, der Schuss habe ich rein. Und right. Und das werden wir auch simulieren. In der Schnellsimulation. Und 1-0. Wir haben keinen Schuss bei uns aufs Tor gehabt, das ist sehr gut. Stelle ich mir. So, nächstes Ligaspiel. Bonus. Simulation. Ja, da sollte auch wieder ein Sieg drin sein. Nein! Okay. Auch das passiert. Es geht ins nächste Ligaspiel. Auch in die Station. Sieht schon deutlich besser aus. 7 Schüsse. 7 Chancen. 2-0. Zum Spiel gegen Blackburn habe ich mal wieder ein bisschen sortieren müssen. Einige Spieler nicht ganz fit sind. Das sollte kein Problem sein. Sehr schön, 2-0. Das läuft ganz gut bis jetzt. So, für das Spiel im EFL Cup gegen Brighton haben wir auch mal ein bisschen getauscht. Robson lassen wir spielen im Sturm Mario. Ja, schon immer unseren Star-Stürmer und hoffen, dass wir das Ding trotzdem gewinnen. Im Elfmeterschießen. Aber gut, passt erstmal. So, haben ein Angebot abgegeben.
Ja, Madrid für Zipano. Ihn verpflichten können. Linker Verteidiger kann linkes Mittelfeld, eventuell trainieren wir ihn auch nochmal linker Flanker. Aber passen. So. Ich möchte jetzt abschließen, weniger als dran. Ja, Mann. Hier war das. Ja, jetzt geht es gegen Preston. Absolutes Topspiel, würde ich sagen. Wir haben riskiert mal die Schnellsimulation. Yes. 2-0 gewonnen. Also deutlich weniger Ballbesitz, aber ist deutlich also zu anderen Spielen. Aber gewonnen ist gewonnen. So. Deadline Day ist vorbei, keine neuen Transfers mehr getätigt. Ja, nächstes Spiel. Fürs Glück. Wir hoffen, dass wir volle Kanone abräumen. Null. Nicht gerade übermäßig überragend, aber ich denke, das geht in Ordnung. Ja, wir hatten nach dem Transfer Fenster ein Angebot bekommen. Wir verkaufen Jordan Willis. Ich denke, wenn das geht, ein bisschen erwirtschaften wir noch. Ob ein neuer Innenverteidiger. Ja. Jetzt geht es gegen Leeds. Auch da denke ich, eine machbare Aufgabe. Naja, ein Gegentor, 2-0. Ich finde es ein bisschen ärgerlich, dass nach vorne nicht mehr geht. Irgendwie schießen wir nur so selbst wenig Tore. Oh, sind aber erst in der Liga, immerhin. Irgendwie habe ich das Gefühl, nach vorne geht nicht so viel. Aber sie auch nicht. So, Tabellenführer, damit gehen wir ins nächste Spiel und hoffen auch, dass wir das bleiben nach dem Spieltag. 1-0, schön ordentlich Ballbesitz, aber wie gesagt, ich bin irgendwie vorne mit den Toren nicht zufrieden. So, EFL Cup Runde 3. Tauschen. Ich. Hat schon Stärke 80 hier oben, mein lieber Scholli. Haut rein. Schön von der Bissigkeit her sieht das bei der Mannschaft auch sehr, sehr gut aus. Und da geht es auch in die Schnellsimulation. Bei 1 bin ich mir zufrieden. Die haben eine Chance und die nutzen sie gleich, muss man sich mal überlegen. Und unsere schaffen es irgendwie nicht, von 7 Chancen da auch 5 Tore zu machen. Schade. Ein Punkt Vorsprung für Norwich in der Liga. Okay, das passt schon. Ja, jetzt geht's gegen Birmingham. Schauen, was wir da rausholen können. Ey, nur ein 1-1. Ich hoffe, das kostet uns jetzt nicht die Tabellenführung. Leider doch, Punkt gleich mit Brighton.
Schauen uns mal kurz die Tabelle an. So. 8 Siege, ein Unentschieden. Wir haben nur 15 Tore, aber auch nur 4 bekommen. Das ist das Team mit den wenigsten Gegentoren oben in der Tabelle. Aber nach vorne geht halt überhaupt nichts, habe ich das Gefühl. 15 Tore nur. Und ich glaube, da fehlt irgendwo das kleine bisschen etwas. Ich überlege mir noch, ob wir taktisch irgendwas machen können und beende erstmal damit das Video und sage Tschüss und Ciao, bis zum nächsten Mal.